Na, das hat doch geklappt. Wunderschön. Sieht gut aus. Es steht mir der rote Balken auf der Brust, muss Teamleiter sein. Was dann schon mal damit aufräumt, bester Gruppenführer der Welt, denn ich bin ja gerade gar kein Gruppenführer. Was ist da, Hättest du Micha, was gerne ist wieder da? zum Nein, Gruppenführer nein, nein, befördert? nein, 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 nein. Hey, du kannst wirklich, du bist heute der Bommelchef. Heute bestimmt die Bommelmütze, was abgeht. Ich finde das eigentlich einen ganz fairen Deal. Was? Musst du nicht jetzt sowieso Damit auch, klarkomme. guten Abend, liebe Gäste, wir sind zwei alte Leute, wir haben vier Fäuste und mehr Wumm, als wir Fäuste haben, wir machen jetzt alles kaputt. So, das war doch ein super Intro. Ich glaube, das kann auch jeder ganz gut nachempfinden. Und jetzt darfst du irgendwas tun, Ich Micha. hab schon eine ganze. Was? Ich soll was sagen? Nein, tun. Ich soll Du was sagen bist oder was machen? tun. Tun bitte. Tun. Du bist L-Gruppenführer. Also noch einmal. L-Kommandante. Noch einmal schwer. Hey, Noch du bist einmal live. schwer. Ich bin live. Ich bin, Micha, für dich bin ich immer live. Manchmal. Na, Manchmal. super. Manchmal sogar live mit F und nicht mit V. Wortwitz. Einfach Bübchen nicht nochmal. Zauberherrlich. Los, hopp, tu was. Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Ich tue was für mein Nichtgeld. Das ist ausgewählt. Herrlich. Das ist schön. Warte, 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 warte. Wo wir gerade so schön beieinander sind. Ich muss kurz meinen Munitions. Oh, muss ich nicht. Kommando zurück. Schlechtester Mal an, was Gruppenführer du hier der so Welt. machst. Deswegen bin ich auch kein Gruppenführer mehr. Hast eine Was ist denn jetzt Riesenzeitfall. los? Was soll los sein? Ich bin wieder zurückgelaufen. Komm mal wieder zurück, habe ich gehört. Du hast keine Zuschauer. Was ist los? Das ist eine Dramatik sondergleichen. Mal die Anzeige für Zuschauer. Ist denn hier kaputt? Was? Was ist denn los? Nix, nix. Startet, bist du in der Nähe? Ich stehe direkt neben dir. Tatsache. Ich warte nur, dass es losgeht. Ich habe mal geixt. Fahren wir mal mit der Bimmelbahn in den Untergrund. Das klingt irgendwie, ich weiß nicht, wie so eine Mischung aus einem Kinderfilm und einem Horrorbuch. Die Bimmelbahn in die Hölle. Nö, charmant, finde In ich den gut. Untergrund. Na, In die natürlich, Hölle, habe ich Entschuldigung. nicht gesagt. Hölle Hölle, Hölle, sind Hölle, da Entschuldigung. Hölle. Nicht Genau, das ist ja singen. mit Wolle. Da ist ja Wolle P. Wolle P. Punkt. Wolle Rose kaufen? Nein, Wolle P. Haben Sie Lust, im LMB ans Bein Wolle zu pinkeln? Problem haben. Gut, weil es offenbar eine unserer Nicht so Patrouillen schnell. Denk verfolgt. an den Sie müssen dafür sorgen, dass unseren Manöver. Leuten nichts passiert. Ich dachte eher an deinen Rollator, den du vor dir herschieben musst. Das wäre natürlich ein bisschen geil. Aber er lässt sich gut ein Gewehr drauf ablegen. Also als Ja. Zielhilfe ist er ideal. Aber, ich habe noch keine Kann da aus Blaupause. Erfahrung sprechen. Ich habe noch keine Blaupause für den Rollator gefunden. Ja, das kommt auch erst im Patch 7.15. 7.15, ich freue Das mich ist drauf. der ultimative Patch. Die Mutter aller Patches. Mutter aller Fragen. Nee, die Antwort. Das ist hier 42 ist die Antwort auf Antwort auf alle Anfrage. Fragen. Ist Patch 1.15 das Nonplusultra. Ups, ups, ich Das habe bringt dann auch gerade. den Benzinkanister in Zack McCracken oder so. Zack McCracken, so ein geiles Spiel. Die Verkleidung von den Wie war das? Aliens. War der Benzinkanister in Medic Manson oder war der in Zack McCracken? Auf jeden Fall war der irgendwie für die. Von dem einen Spiel zum anderen Spiel. Der Erle? Benzinkanister. Ich kann mich immer nur Da anschauen, stand wie die die Motor, war doch Pflanze eine hält. Motorsäge. Da war doch eine Motorsägen. Motorsäge und da war aber kein Benzinkanister. Den hast du in dem anderen Spiel gefunden. Gut, dass Sie Das keiner war. sind. Genau, aber wie rum weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du hast die Kettensäge in Manic Mansion Ich auch gefunden und das nicht. Benzin, glaube ich, in Zack McCracken. Bin mir aber überhaupt nicht sicher. Irgendwas ist gerade explodiert, während ich auf die Karte gegangen bin. Ich nehme an, das war deine Verdauung. Total. Ich habe so einen totalen Knallmagen. Die wahren Gefahren des Mikrofons. Eine Den Verdauung. habe ich an.
Den habe ich ans Mikro mit angeschlossen, deswegen hört man das auch so im Spiel, also wird live übertragen. So, die Bombenschärfe sind jetzt bei. Hast du gehört? Ja. Gasblase im Untergrund explodiert, zwei Division-Agenten tot. Mal voll einfach hinterher und rein. Naja, läuft. Graben. Läuft doch. Wird denn da geschossen? Ich werde schon wieder durch das Tor getroffen. Ich sehe schon große grüne Balken hier, sie brennt schon wieder. Ich kann doch einfach zurückschießen. Ich hab damit angefangen. Ich hab das als Konzept für mich entdeckt. Das ist ein gutes Konzept. Zumindest wenn es darum geht, kleinen JTF-Jungs das Leben zu retten. Ich glaube, was hier will. Ich die nochmal. Gucken, wie sie alle zittern und zirbeln. Ich hab doch mal so eine Blendgranate. Ja. Inge. I like. Gefiel mir. Sehr hübsch. Das war die hübscheste Blendgranate, die ich je gesehen habe in mein ganzes Leben. Ja, habe ich auch extra schön poliert. Oh, du Kackbuhn, du Lauber. Wieso gescheitert? Warum so gescheitert? Hier ist ein erster Hilfe-Set. Ja. Eben das erste. Guck mal hier rechts rein, ob hier hinten Geschenke sind. Hast du Geschenke für mich? Hier ist eine Munitionsbox. Ja, aber die. Ist dran vorbeigelaufen. Die juckt mich aber aktuell noch nicht. Ah. Munitionstechnisch fühle ich mich ganz gut. Jetzt ja. Da ist er. Ich hab dich überholt. Ich bin links an dir vorbeigelaufen. Stehe jetzt vor einem Problem hier oben. Ja, sozusagen, du stehst vor einem kühlen, erfrischenden Frühlingsregen. Obwohl bei so viel Feuer könnte es doch schon die Hölle sein. Ach, hier, wieso mache ich das eigentlich? Du bist der Hebeldödel. Heute bin ich alles. Geil. Ui, ui. Da sehe ich doch nichts jemanden rumhüpfen. Oh, natürlich auch die vor uns. Oh, ich kann ja gar nicht Deckung geben, wenn ich das war natürlich clever. Jetzt bin ich desorientiert und kann keine Smart Cover machen. Das ist der Gruppenführer der Welt. Da bist du doch. Du bist doch heute der beste Gruppenführer der Welt. Aber ich bin nicht bester Gruppenführer, ich lass mal dein Gruppenführer der Welt, ich bin bester Gruppenführer des Universums. Guardians of the Galaxy, jetzt mit kleinen England. Als Star-Lord. Oder als Blue. Hublord. Wie süß, dann werde ich daneben stand. Lord Bomb. Ich habe oben einen Kopfschuss abgeschossen und der Medic, der jetzt gerade gefallen ist, der stand neben ihm und ich glaube, der hat sich total erschreckt, dass neben ihm einer mit dem Kopfschuss gestorben ist und hat, glaube ich, noch während der hingefallen ist, versucht, irgendwie ihm wahrscheinlich die grützige Pampe, die mal sein Gehirn war, noch zusammen zu taggern, in der Hoffnung, dass er ihn dann noch retten kann. Was natürlich nicht viel nützt. Ich glaube, er hat dann auch erkannt, dass er dann doch nicht der Richtige für den Job ist. Nee. Die Leute neben ihm sterben. Das ist wahrscheinlich richtig, ja. Obendrein. Ich will mit JTF reden, warum das denn? Ja, weil er gerne. Halt, stopp, du kannst doch nicht einfach. Um Gottes Willen, wir sind dem Tode ausgeliefert. Ich wollte mit dem reden. Ja, aber da kommen Bösgewitze. Gegner nähern sich. Ja, aber die kommen doch so oder so. Ja, ich möchte mich gerne emotional darauf vorbereiten. Gut, dass sie bei uns sind. Wir bleiben hier stehen. Ach, da hinten. Ja, hier hinten. Sag ich doch. Einer ist schon im Bus. Der Bus ist auch schön, ich meine natürlich in der Bahn. Ja, ich hab ihn gerade mal aus dem Horn genommen. Oh nein, der JTF nimmt den Schaden. Du musst irgendwas unternehmen. Ja, selbst. Seine Frau zu erleiden. Ja, ich bin gerade auf dem Stück vorne hier, mach ich jetzt auch. Here I come. Fade
the day. Ich kriege wahrscheinlich jetzt gleich Besuch von dem Dicken. Von der Kina Rettenfee? Nee, ich hoffe ja nicht, dass sich die LMBs jetzt noch einen Cleaner angelacht haben. Die wollten noch in meine Smart Cover gehen, glaubst du das denn? Ich weiß gar nicht, wo sind sie denn? Ich folge die einfach mal, ich muss machen. Ah, kommt einer, das hast du nicht gemacht. Der hat ein rotes Kreuz. Ja. Also erstmal den Medic erstmal, danke sehr. Dann haben wir da hinten noch Granatmenschen, die mag ich auch nicht. Und diese Desorientierung mag ich auch nicht. Der Granatenschwung ist gut, der schießt erstmal an die Decke. Der wärmt den Träger an der Decke an. Ich habe erfreulicherweise schon gemerkt, dass er jetzt nicht der er hat jetzt nicht so den Endboss-Status. Ja, das ist noch der Lehrling, der Endboss-Lehrling, auch schön. Da links kommt noch einer, ne? Da nehmen wir mal die hinter den Pumpen. Die letzte Kugel aus dem Magazin war ein Headshot. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gemacht? Weg hier. Ich sehe das. Ich bin hier fest. Warum tust du sowas? Tut mir leid, ich bin hier fest. Ich bin hier nicht mehr. Vielleicht stürzt du ja. Du kannst dann wieder was tun. Ich will nicht sterben. Scheiße. Kann ich mal in Deckung gehen? Wir werden den Pfeiler neben mir machen. Dann hoffe ich, dass die JTF mich ein bisschen vornehmen. Du hängst nicht gut fest da oben, ne? Also. Ja, ich kann. Ich weiß nicht, was hier. Es gibt Kaugummi oder so. Kann es denn sein, dass wir jetzt nur noch? Ja, ich kann sein. Ich hänge hier irgendwie, mein Rucksack hat sich verhakt. Ich weiß es nicht. Hängst mit einer Gürtelschnalle da irgendwo fest? Ja, irgendwas muss hier gewesen sein. Hey, aber ich hab mich befreit. Du bist frei. Ich hab den Rucksack abgelegt. Guck mal, der JTF-Office hat überlebt. Da können wir, glaube ich, eine Spur stolz auf uns sein. Echt? Schade. Schade. Na, das war doch gar nicht so schlimm. Das war großartig, Agent. Unsere Leute sichern nach Hause zu bringen. Das bedeutet Ihnen viel und mir auch. Was hast du mit ihm vor? Ich hab erstmal auf die Gasflasche geschossen, wo der dran hockt. Der hat keinen Schaden genommen. Ich wollte gerade sagen, klingt jetzt erstmal ein bisschen gefährlich. Ja, es ist Untergrund. Du freust dich für New York, ne? Das, so ist das harte Untergrund. So, Herr Teamleiter. Amten Sie Ihres Waldes. Läuft doch. Ist doch nicht so schlecht. Turbo-Töfte. Es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich dich mit dem Wort angesteckt habe. Hm. Aber ja. halt auch nur fast. Da hat was, Nate.
Sergeant. Die Daten. Die Vorräte auswendig machen. Ich fasse diese. LMB direkt unter unserer Nase hin. Steigen Sie runter in die Tunnel und räuchern Sie es aus. Ich hab wieder. Warnung. Es wurden Gegner entdeckt. Oh, du hast die Vorräte schon aktiviert. Objekt geortet. Wir müssen danach auf. Ja, die Zeit läuft aber schon. Nein, ach, da hast du. Ja, du hast doch genug Zeit. Mhm. Dreieinhalb noch. Vier Minuten. Oh, ich hab die schon mal kaputt gemacht. Ist mir lieber. Hättest auch Romy mit denen spielen können oder Mau-Mau? Ich hätte auch Romy oder Mau-Mau mit denen spielen können. Aber jetzt stehen die blöd rum und fragen sich, was ist denn passiert? Da kommt einfach einer um die Ecke, ballert mit der MP in ihrem, keine Ahnung, wahrscheinlich war das nicht mal irgendwie Munitionsvorrat. Ein Vollidiot, der macht einfach die Vorräte kaputt und haut wieder ab. Wahrscheinlich war das doch irgendwie, das waren gar keine Waffen oder sowas, der Rhodes oder Benitez oder wer immer das war, hat uns Unfug erzählt. In Wirklichkeit war das irgendwie, keine Ahnung, Hilfsgüter oder einfach nur... Somalia. Genau, die wollten Hilfsgüter an Somalia schicken. Und wir sind ja einfach nur durchmarschiert, weil irgendeiner uns gesagt hat, hier, mach mal die Güter kaputt. Hammer. Läuft. Die waren nur falsch beschriftet. Ich glaube, die sind auch falsch beschriftet. Ja. Ich kann nicht mehr lesen. Hier noch so ein Bombenspongo um die Ecke sitzen. Was? Naja. Der sitzt hier und denkt sich, hilfe, hilfe. Hoffentlich sieht niemand den nassen Fleck in meinem Höschen. Zack, kaputt. Solange er nur nass ist und nicht braun. Nee, das waren LMB-Soldaten, die sind ein bisschen routinierter. Hier liegt übrigens noch ein Waffenteil. Schon aufgesammelt. Sehr gut. Wie läuft JDF? Knall ihn ab. Ich will jetzt gerne hier runter. Behalte mich gerade mit dem JDF-Typen. Aber der Gewehrkolben in seinem Gesicht bringt ihn nicht zum Reden. Ich hing gerade auch fest. Ich will mich nur hinlegen. Folgst du deinem Verstand oder folgst du dem Reutchen? Folge meiner Nase. Apropos Nase. Vor meiner Nase ist was. Yes. So, die links haben alle kaputt. Da hinten rechts sind noch zwei. Ja. Oh, sagen wir mal Hallo, also ein ne? Ein bisschen leid um die. Die bestimmt wieder in der Raum drin. Also heute hat er leichte Schwierigkeiten, irgendwo runterzugehen. Ich kann nicht runtergehen. Was ein bisschen blöd ist, weil man muss ja auch irgendwo runterklettern. Was ist denn da los? Wir sind in dem Raum drin, sag ich doch. Schießt ihn wieder los. Ja. War das der falsche Ansatz? Nein, fand ich sehr, sehr vernünftig. Nicht, dass die da drin verhungern und dann findet man in 10 Jahren, wenn man das hier aushebt, irgendwelche Skelette. Ist doch nicht schön. Nicht, dass sie die so nicht auffinden würden, eventuell mit dem Riesenberg an Leichen, den wir hinter uns zurücklassen. Das wollen wir keinem zumuten hier, dass man da so Skelette findet. Nein. Bei jedem zweitklassigen Actionfilm gibt es einen Bodycount. Mich würde der Bodycount auch mal interessieren. So. Ah ja. Ich habe von der anderen Seite den Safety-Knopf gedrückt, also wir sind jetzt auch wirklich richtig auf Nummer sicher gegangen. Und Geschenke? Geschenke? Ja. Aua, eine Bombe. Toll, super. Naja, dafür wenigstens noch. Ich habe dir da was hingelegt. Ein
einen Banshee-Knieschoner an 240. Es wird so dunkel. Das ist ein G36. Oh. Was, ein grünes? Du hast ein grünes G36. Genau, ein grünes G36. Geil! X45, erste Welle. Das läuft ja unglaublich fett. Wollen wir mal dieses. Ne? Tür? Sicher? Tür? Hey, Tür? Ja, hier ist eine. Tür? Okay, ist eine. Tür? Wollen wir die Tür aufmachen? Wollen wir? Nur durch meine Gedanken habe ich die Tür geöffnet. Nicht schlecht. Feinde entdeckt. Aha. Dann nannte ihn noch Joghurtmeister. Joghurtmeister. Ja, für ihn und seine Familie schon. Vorsicht, eine Granate runter. Was ist denn hier los? Haben wir nicht noch Vorräte? Nö, keine Vorräte hier, oder? Also ich sehe keine. Also wenn du keine Vorräte siehst, sehe ich auch keine. Ich habe aber die Augen zu. Das könnte auch daran liegen, dass ich nichts mehr sehe. So, damit du nicht gleich wieder die Augen zu hast, habe ich das Ding hier mal kaputt geschossen. Das ist sehr löblich. Sagen. Wir sind ja bei Boba Fett in der Müllpresse, so sieht das aus. Here I come to save the day. Schon wieder. Save the day. Hier steht auch sonst über eine Munibox. Prozedural generierte Dungeons. Aber das sind ja prozedural generierte Dungeons, da ist alles immer anders. Ja, ne, der sagt sich, du hast 10 Millionen auf der Kante. Warum soll ich dir noch eine Munibox hinstellen? Hätte er mal weniger Geld, hätte er auch Munition gekriegt. Jetzt muss ich darunter leiden. Hier ist Munition. Ich hoffe, das beendet dein Leid. Aber die stimmt nicht für dich. Nee, ich kann da auch nicht rangehen. Also, Vorsicht, du hast mich gerade versehentlich geschlagen. Nein, da war nein, das ist also nicht doch. Der Raum, der Raum. Hölle, Hölle, Hölle. Oh, ich kann den Knopf nicht knopfen. Du warst einfach schneller als ich. Wir hätten gleich den Knopf drücken brauchen. Warum ist hier schon ein Loch in der Wand? Alles wow. König. Ach, geil. Warnung. Feinde entdeckt. Objekt geortet. Störgerät aktiv. Wird sich wieder alle rumlaufen. Entweder gerne das Störgerät oder die Vorräte tot werden. Störgerät. Störgerät hasse ich. Ich knie vor denen nieder. Ja, ich sehe das schon. Ich muss nur schnell da runterkommen. Krabbel doch nicht weg! Krabbel doch nicht weg! Volltreffer! Toll!
Ganz toll. Das war clever. Ich sag doch, ich hasse dieses Vorratslager. Nö, ich eigentlich nicht, aber... Es war meine Aufgabe, immer zu sterben. Aber erst, wenn ich die Vorräte habe. Ich habe versagt. Nee, es war doof von mir. Ich hätte schlicht und ergreifend nochmal den Ulti wechseln können. Ich habe den falschen Ulti drin gehabt. So hat ja keiner zugeguckt. Stream beenden, Datei löschen, ist nie was passiert, oder? Fangen wir mal von vorne an. Meinetwegen. Ich hatte halt meine Fäuste noch in Watte gepackt. Oder in Wattehandschuhe. Ja. In Fäustlingen. Nein, das Gute ist, das guckt ja jetzt sowieso keiner. Wenn ab jetzt jemand einsteigt, kriegt er ja sowieso nicht mit, was vorher war. Wir fangen jetzt gerade an. Genau. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, ist die Frage, wollen wir jetzt überhaupt nochmal durch den Untergrund hüpfen oder? Oh. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich stimme dir sowas von zu. Warum lädt denn der diese scheiß Zuschauerliste immer noch? Was ist denn hier? Wer lädt was? Muss Anführer sein. Stehst du in der Nähe? Ich stehe neben dir. Das war eher so ein bisschen doof. Dass du nicht neben mir standest? Nee, dass wir gestorben sind. Ich bin nicht gewohnt. Nur Leid, Pein und Bitterkeit. Pein? Mhm. Das stammt bestimmt von dem Wort. Wolfs behauptet, mit Hilfe ihrer Daten ein wichtiges Ziel in den Tunneln gefunden zu haben. Ja, das fühlt sich zumindest gerade so an. Wenn alles passt, können Sie frei entscheiden. Übrigens war das die zweite Phase, ne? Die erste hatten wir schon überstanden. Ja, ich weiß. Ich wollte auch nochmal den Finger so richtig schön in die Wunde drücken. Nee, ist dir gelungen. Finde ich wirklich gut. Ja, das erhöht die emotionale den Druck natürlich auch nochmal. Ah, ich habe auch ordentlich. Ja, ein bisschen Salz und Tequila mit dazu und dann tut's auch wenigstens weh. Sag doch schon, dass da Leute ist, dass wir schießen werden. Das Blöde war eigentlich... ...jetzt das Störgerät. Ja, das war ja kaputt. War ja... Als du... Ja, das kann sein. Ich möchte gerne, dass ich jetzt hier rüber gehe. Jetzt soll ich da irgendwo rüber. Das wäre entweder hier oder da oder dort. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier lang. Ich habe hier eine Tür. Und dann gehen wir da lang und dann habe ich auch eine Tür. Dann habe ich auch eine Tür. Ist das schon wieder ein Steuergerät da drüben? Juhu! Steuergeräte für alle. Lass mich raten, nebenan war nix. Nö, da war eine Toilette. Cool. Wow. Ist das nicht JDF? Kommen wir raus. Können wir auf jemanden schießen. Störgerät aktiv. Wo steht denn ein Störgerät um die Ecke? Muss doch direkt neben die Ecke stehen, oder? Ich hab noch keinen Sinn, ich hab hier erstmal noch einen. Verlassen betroffen.
offenes Gebiet. Störgerät aktiv. Verlassen betroffenes Gebiet. Störgerät aktiv. Verlassen betroffenes Gebiet. Gott sei Dank. Heißt die Frau eigentlich wirklich Sardina mit Nachnamen? Und hier ist Stoff. Stoff unter der Dings. Ja. Frau heißt wirklich, oder ist das eine Frau? Stix Sardina? Ist das Männlein, Weiblein? Ist sie wieder, wo denn? So heißt unser Gelegenheitsziel, Stix Sardina. Ich mach die Butze mal auf hier, ne? Ist ja in der Zuschauerliste kein Ziel. Keine Was? Sorge, diese Info gehört uns. Was? Hey. Oh. Zum Schussgewitz voraus. Braucht man nicht. Ich betäube sie! Ist schon wieder weitergelaufen. Die schießen auf dich. Nein, die verwechseln. Nur und Was hast du denn jetzt wieder erzählt, dass die auf dich schießen? Hast du hier kaputten Kühlschrank verkauft? Genau. Das ist ja so der Standardgrund, warum ich hier mit den Leuten so einen Stress bekomme. Weil ich die kaputte Kühlschränke verkaufe. Hast du den Geschirrspüler als Waschmaschine verkauft? Ja, okay. Na dann. Folgen wir mal dem weisen Punkt. Raute, Ding. Vor allem den Weisen. Warnung, es wurden Gegner entdeckt. Gegner entdeckt? Kommt denn die her? Wollen sie hier nicht? Die Rabe, du. Epic Shooting Skills. War das jetzt fies, dass wir die in die Zange genommen haben? Nee, ich glaube, die wollten das. Die fanden das gut. Ich glaube, die nehmen das auch ziemlich sportlich, glaube ich. Wir wissen jetzt, was eine Zangenbewegung ist. Ja. Ja, bei uns kann man lernen. Viel. Vor allen Dingen Dinge, die man gar nicht wissen wollte. Ja, wäre auch ein schöner Name für einen Stream. Dinge, die sie schon immer über Division wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Nein, der Titel muss heißen Dinge, die sie schon immer über Division wissen wollten und nie zu hören bekamen. Denn nur so. Fragen und die nicht vorhandenen Antworten darauf. Aber das mit dem Fragenwagen ist ja eine Anspielung. Die Frage, die Antwort nicht. Oder noch viel trickiger, die fragen nicht und wir antworten auch gar nicht. Ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Stoff vergessen. Wollen wir dafür zurückrennen? Nee, ne? Ach, scheiß auf den Stoff. Nee, Stoff kriege ich, hab ich so viel. Für Werkzeuge und Elektronik würdest du zurückrennen, ne? Jawohl. Ich guck mal, ob hier unten Werkzeug ist. Ja, hier ist Werkzeug. Scheiße. Ja doch. Ich denke auch, dass das kausal miteinander verknüpft ist. Das muss. Natürlich. Wir lassen gar keine andere Lösung zu. Jeder klar denkende Mensch würde keine andere Lösung zulassen. Punkt.
Na, wir sind aber keine klar denkenden Menschen. Sind wir überhaupt Menschen? Sind wir überhaupt denkend? Denken? Nein. Warnung, Mensch. Mehr gepanzerter Feind entdeckt. Hier noch als Mensch? Ich muss mir Mantel klauen. Das war auch hübsch hier. Da drüben ist, glaube ich, Sardina. Haben sie gesagt. Wen meinen sie damit? Ja, Speck. Beim Speck kann ich nur wissen. Yes. Du, und wir sind. Da das ist echt geil, dass die keinen Fallschaden schicken, ne? Die bösen Jungs nicht in die Tunnel gehen. Das haben sie gut gemacht, Agent. Aber hier in dem Raum war ich auch noch gar nicht so oft. Schon ein Erste-Hilfe-Set. Ich brauch's gar nicht. Nicht mal brennend interessieren will. Schade, ich dachte, man kann vielleicht auch oben auf diese Leichenberge drauf klettern. Um die Aussicht zu genießen. Das Warren Gate Kraftwerk. Was kannst du sehen? Nee, da steht Warren Gate irgendwo dran. Also gehe ich davon aus, dass das zum Warren Gate Konsortium gehört. Die Dreckschweine. So, fertig. Er muss Teamleiter sein. Teamleiter, Ladebildschirm, Teamleiter. Ja. Du guckst dir ja selber zu in deinem Stream. Als Moderator muss ich das wohl. Was? Du kannst aber jemand anderes zum Moderator machen, oder? Ja, den Moobot. Sie kriegen jetzt was Koordinaten geht? Von mir. Den Unten Moobot. In den Tunneln sind Daten geklaut worden, die wir brauchen. Sie müssen sie holen. Wollen wir auch munitionieren, ja, ne? Ja. Sicher. Sicher dat. Was ist da eigentlich mit deiner Gesundheit passiert? Was soll damit sein? Die ist doch fast voll da. Ja. Voll da. Ich weiß nicht, was du hast. Muss ein Anzeigefehler gewesen sein. Das ist der JDF. Junge. Ja, irgendwas hast du doch da auch. Ich habe eigentlich die beiden nicht gestalten hier vorne gemeint, aber das waren ja JTFler. Hier eine Granate. In erster Linie ist er tot. Wenn sich den Weg heimgeleuchtet hat. Das ist vernünftig. Kann nicht gehen über winzige kleine Kiste. Ihr Einsatzziel wurde aktualisiert. Nee. Doch. Das Einsatzziel wurde aktualisiert. Das wurde aktualisiert. Ja, doch. Wirklich. Ein verbübchen nicht nochmal. Na, wenn ich's dir doch sagen will. Frau Isa hat doch irgendwas. Frau Isaac. Ja, Isaac. Frau Isaac. Isaac Newton. Hat dabei auf mich geschossen? Nein, ich habe auf den Dingens, wenn dann so ein Stromdödel da rechts oben geschossen. Du wolltest wohl nicht tanzen?
Warte mal kurz, bevor wir da reingehen. Ich gehe mal so ein Stück zurück. Da kann ich keine Deckung nehmen. Das ist auch blöd. Hier auch nicht. Ah, hier hinten ist die nächstmögliche Deckung. Sehe ich schon fast nichts mehr. Wie hat er was das denn? Naja, das war eine sehr, sehr geschmeidige Seitwärtsbewegung, die da eine Klinge da hingelegt hat. Großartig. Was sagt ihr? Man kann hier unten einkaufen, würde ich mal sagen. Da ist Klopapier drin. Na, wirklich? Der Tag ist gerettet. Ja. Ja, was ist in dem Sack drin? Wahrscheinlich der Rest. In dem Sack wollte ich jetzt nicht gucken. Einsatzzieldaten wurden aktualisiert. Dann wieder. Cool. Hier ist eine Leiter gewesen. Hier geht's nach oben. Ja, hier links liegt doch Elektronik. Also eigentlich rechts, wenn wir es umdrehen, rechts, aber auf jeden Fall liegt die Elektronik. Rechts, links, was denn wieder? Oh, wenn wir uns umdrehen, dann rechts irgendwo hier wahrscheinlich in dem Büsschen, da liegt es schon. Elektronik? Der Mediamarkt des Dschungels, Großstadtdschungels, steht es. Ja, da passt der Einkaufswagen, das ist für Mediamarkt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Alarm. Ja, hier sind schon immer Würstchenwitze. Ja, das ist das, was ich schon hier. Ich schieß mal die Vorräte kaputt, die nicht hier sind. Das ist eine Vorhandidee, einfach nur um sich dafür zu rechnen, dass wir sie eben nicht gekriegt haben. Richtig. Ist da noch jemand? Ich hole das nach, was ich versäumt habe. Ist da noch jemand? Nö. Ist nein. Nee, ne? Wirklich nicht, oder? Nein. Nee. Nur diese komische Raute, die jetzt immer wieder wegläuft. die kleine Flüchteraute. Hasch mich, ja? Ich bin der Frühling, halt die Fresse. Alarm, Feinde entdeckt. Das kommt mir nicht. Meine Herr, ja. Oh, zwei Geschütze davor. Oh. Ich glaube, der ist Ziel. Aber nicht bei der Nähe. Seal of Improvement. Alright. Er ist ein Ziel, ja? Zum Abschießen. Nein. Wir schießen ja keine Süßigkeiten, Robben ab. Was? Robben? Seehunde. Mit was spielt hier der FC Bayern? No. Robben kloppen. Voll unfair. Der arme Kerl. Weiß ich nicht, würde ich so nicht sagen. Hier ist Munition, aber du willst nicht. Oben jammerst du wieder, du hast nicht genug. Na prima. Könnte sein. Wollen wir nicht durch? Hier ist das Tor ist zu. Was? Schnell, komm rein, ich hab den Knopf schon gedrückt. Echt? Nee, würde ich nie machen. Ich würde ja auch nicht einfach im Zug losfahren, ohne dass du. Würde ich nie machen. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Ist doch gut, wenn man fast so eine klare Kante beweist. Fast bester Gruppenführer der Welt. Bist du ja der beste Gruppenführer der Welt.
Nein, ich bin der beste Gruppenführer des Universums. Ach natürlich, ich vergaß. Das muss man ja auseinanderhalten können. Weil zwei beste Gruppenführer der Welt, das ist irgendwie komisch. Keine Werkzeuge. Und irgendwie fehlen mir auch die Fallen hier. Kein Alarm. Feuer, das aus der Wand... Aua, okay. Da ist es. Ja. gut, dass ich es erwähnt habe. Hier ist Gesundheit. Ja, das und das und... Ich will... Komm, das darfst du alleine machen. Ich bocke jetzt. Hier ist ein Störgerät. Verlassen betroffenes Gebiet. Bevor wir schießen, lass uns mal das Störgerät erstmal versuchen. Störgerät aktiv. Ja, warte mal. Verlassen betroffenes Gebiet. Hinter dir ist einer mit einem Benzintank. Nö, ist tot. Den habe ich wohl durch meinen gezielten Sprung umgebracht. Da hinten ist hier noch jemand, glaube ich, also rechts, da ist er mit reingelaufen. Ist er kaputt. Ich suche eigentlich dieses Störgerät. Und es scheint ja irgendwie... Ich störe das Störgerät. Ihr seid bereits tot. Was? Was ist das? Ich würde ja gerne nochmal pulsen, aber das Ausverkauf-Ding ist nicht. Verlassen betroffenes Gebiet. Ah ja. Störgerät aktiv. Hier nicht irgendwo verlassen betroffenes Gebiet? Irgendwo in der Ecke? Verlassen betroffenes Gebiet. Störgerät aktiv. Also ich bin mir nicht final sicher. Das Störgerät kaputt haben soll. Hier, der Schlüssel ist schon hier. Ja, das habe ich gesehen. Aber lass uns erst das Störgerät kaputt machen. Oh ja, bitte. Noch ein höher. Würde sein, ja. Das Störgerät. Störgerät ausgeschaltet. Ah. Jetzt müssen wir wieder ganz runterlaufen, um den Dödel da aus seinem Kapuff zu schieben. Kein so, jetzt ist das Ausrufezeichen nee, wandert auch nicht. Nach unten. Nee, hier, ja, ich hab ganz. Hier. Ich bin fast. Das war eine Superheldennummer, Agent. Ich hinterfrag's gar nicht. Ich nehm's einfach so hin. Wenn du gerade wieder gesehen hättest, wo so, mich dieses dämliche Rotze Ausrufezeichen hingeschickt hat. Na, einmal im Kreis. Mit dem und verziehen uns nach oben. Echt nach oben? Ich mag oben nicht. Bitte nach unten? Ich würde gern irgendwo sein, wo nicht Treppen vor und hinter mir sind. Ich mag Treppen nicht. Dann müssen. Der mit? Kommt der mit? Der kommt doch mit, oder? Ja, warte mal. Wir gucken mal. Lass uns doch zum Eingang zurückgehen. Ja, er bewegt sich. Er bewegt sich. So langsam gemächlich hin uns hergetrottet. Ja, er kommt hinterher. Der Eingang war, glaube ich, hier drüben. Hier war der Eingang. Hier ist doch schön. Hier müssen sie alle den Gang runterkommen. So, hey, du Hannes. Für die Infos ist noch Zeit genug, wenn wir die Feinde erledigt haben. Ja, ich stelle gerade fest, dass ich hier gar nicht in Deckung gehen kann. Gegner nähern sich. Von links, 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 links.
Schäden hat. Jetzt spiel dir an die Brennsalbe rauf. Juckreiz hast du nicht noch zu verspüren. Nee, ganz gut. Feinde kommen. Und woher werden sie bekommen? Wo habe ich doch schon Köpfchen langlaufen sehen? Warte aus. Ja, ich denke, das habe ich getan. Euch knall ich ab! Was ist denn mit dem Rest? Passt auf, Cleaners! Guter Schuss! Diese Brennerei fühlt sich ganz besonders toll, wenn wir irgendjemanden angesteckt haben. Ihr solltet besser Freunde mitbringen. Das sind die gottverdammten Cleaners. Der andere ist unterwegs. Aber es kommen jetzt wahrscheinlich die Bosswelle. Komm mal lieber zu mir. Manchmal ist Kinect echt witzig. Wieso? Weil es gerade irgendwie in den Store gesprungen ist, aus Gründen. Oh, da kommt der Dicke. Geh mal ein paar Meter zurück. Der hat einen dicken Feuerschwengel. Was ist das? In der Fresse. Stolpert ist von dir. Ja, hast du auch gesehen. Da auch schon mal drauf geschossen. Oh, easy way hoch oder so? Ja. Ist der gekommen? Wahrscheinlich bin ich doch in Deckung gewesen. Mir zu viel. Hinterm Pfeiler geht. Nee, kann ich nicht, ich werde beschossen. Ja, hier hinterm Pfeiler sitzt er doch vor dir. Hm, vertrau mir. Nee. Das merke ich.
Pfeiler, da kannst du dich doch hinter verstecken. Oh, da gibt Generator. Nicht auf uns schießen. Nein, Dankeschön, jetzt gehe ich wieder hoch. Erzähl dir mal eine Geschichte. Scheiße, damals, als ihr mich wirklich gut gemacht habt, jetzt gibt's doch gar nicht. Gerade wenn du anfängst zu brennen, ist das, nicht sehr zufrieden mit ihnen. Ich aber schon. Danke, dass Sie das besorgt haben. Der arme GTFler, der hat's, glaube ich, also ich glaube irgendwie der, ich glaube, der ist kaputt. In seinem Einsatz sollten wir nicht irgendwie einen beschützen. Sein Einsatzbericht ist direkt neben mir aufgetaucht, als wir den letzten gekillt haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eher so das Zeichen für. Ihr habt Scheiße gebaut. Nein. Dann wäre der Einsatzbericht weg. Aber es geht auch um das Menschenleben. Quatsch, das ist ein JTFler. Hauptsache. Genau, man soll JTFler nicht vermenschlichen. Richtig. So, gesperrt, warum? Weiß nicht. Ja, Operation verlassen. Macht Platz, hier kommt der Doktor. Ich verlasse jetzt Operation. Ja. Patient tot. Ist doch egal. Ich habe ja nie gesagt, dass ich ein guter Arzt bin. Nö. Arzt reicht. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, das wären jetzt zwei schöne Missionen gewesen. Wenn wir bei der letzten nicht so, bei der ersten, also. Ich? Ich bin doch akkurat gestorben. Beide hätten wir vielleicht einfach auslassen sollen. Das Sterben oder die Mission? Das mit der Mission war schon okay, aber das mit dem Sterben war, glaube ich, irgendwie doof. Ich sag mal so, wir hätten es nicht gleichzeitig tun sollen, sondern nach und nach, dann hätte man sich wiederbeleben können. Wir haben es ja nach und nach gemacht. Erst bist du gestorben und dann ich. Naja, aber ich meine, in einer anderen zeitlichen Reihenfolge, die war auch ein bisschen. Komm, lass uns doch mal nach oben gehen. Was in der Holz ist das nochmal? Wir haben noch gar keine neuen Tagesziele. Was ist denn da los? Ach so, noch 38 Sekunden. Wir haben noch 36 Sekunden, um noch ein Ziel von heute zu starten. Also los. Das schaffen wir nicht. Nur deiner Kiste dran. Oh. Hey, kommen Sie ruhig. Wenn du bei deiner Kiste rumspielst. Ja, lieber mit der Kiste als mit was anderem. I don't wanna know. Jetzt stehe ich gerade beim Händler und muss die Reise annehmen. Da musst was du für eine Welt. Ich sollte mich doch beeilen. Ja, ihr hast doch selber gesagt, es ist zu spät. Wir hätten es schaffen können. Wir hätten es schaffen können. Ich würde auch sagen, irgendwie noch so eine Kleinigkeit geht noch, aber dann ist auch Ende Gelände, oder? Ja. Mein Ohr juckt. Oh mein Gott, dann musst du es abschneiden. Das würden wäre nicht eventuell. Wäre nicht eventuell Kratzen auch eine Lösung? Frag doch mal deine Katze, vielleicht kann die dich kratzen. Die beste Ausrüstung für die Straße. Scheiße, wir haben es verpasst. Ah, guck mal, wenn wir jetzt den Untergrundauftrag erfüllt hätten. Wären wir 38 Sekunden später fertig gewesen?
Du machst mich vielleicht scharf. Vielleicht sogar Phoenix Credits bekommen. Kampfauftrag. Cleaners unschädlich machen, das ist unser Kampfauftrag heute. Dann soll man nochmal gucken, ob wir vielleicht irgendwie ein Tagesziel kriegen, was mit Cleaners. Wir empfangen ein Transponder-Signal von einem Agenten der ersten Welle, und zwar aus dem Hauptgebäude der New Yorker Polizeiakademie. Wenn wir ein Shade-Tech-Signal hören, gehen wir dem nach. Und wenn der zugehörige Agent noch lebt, ist das ein netter Bonus. Haben wir keine Natürlich ist letzteres unwahrscheinlich. Aber wenn Sie herausfinden, wie diese Technik dorthin kam und was mit dem Agenten passierte, werden wir hoffentlich verstehen, was schiefgegangen ist. Dina, dann müssen wir wohl Dixon machen. Ich habe uns Dixon gekauft. Hey, ich habe hier was ganz Neues. Ich hatte gerade Tages. Was hattest du? Unbekannt. Was? Hier ist da am dümmsten hin. Was ist hier unbekannt? Da hat er gesagt, das Signal ist ihm unbekannt. Hä? Klär mich auf. Ja, ich weiß, hätten das nicht deine Eltern tun sollen. Hahaha. Nein, da gibt's die Bienchen und die Blumen. Und den Rest musst du dir denken. Oh, nein, 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 nein. Nicht das wieder. Das war too much information. Ging dir auch so? Mir auch. Ja, wobei ich ja das Ganze irgendwie auch ein bisschen heraufbeschworen habe. Ja. Du bist schuld. So. Tagesauftrag abgeschlossen. Yay! Achso, ich könnte sie ja auch mal zu dir teleportieren, ne? So schließlich wenn du noch weiter. Wenn du noch warten würdest, dann wäre ich schon dichter am Ziel. Nein, ich will ja mit dir laufen. Ich will ja. Ne? Dann halte ich mal an. Dann halte ich mal inne. Man muss auch mal innehalten können. Tada! Da ich sehe da einen blauen Punkt angelaufen kommt. Du wirst von einem bedürftigen Zivilisten verfolgt. Ich habe ihm Mineralwasser gegeben. Zu spät. Nein. Du warst zu spät. Ich habe ihr helfen können, das meinte bevor ich du ja. auf sie geschossen hast. Das meinte ich ja. Meintest du? Das war also quasi eine Art Selbstkritik. Jawohl. Verdammt, ich habe zu spät auf den wehrlosen Zivilisten geschossen. Ich weiß immer noch nicht, warum du dein Zeug rausgibst. Wie oft hast du Whisky-Riegel oder Mineralwasser in diesem Spiel eingesetzt? Das spielt keine Rolle. Das ist meins, das hab ich gesammelt. Aber dafür gibt sie dir Crafting-Material. Super. Da ist auch schon wieder irgendeiner. Ja. Nee, das ist ein. Da kommt einer. Was steht hier? Ich hab einen 1.10 Cleaners getötet. Sie sind nummeriert. 2.10 Cleaners getötet. Ja, das war Nummer 2. 2. Einschüsse nachladen. Beigefallen. Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Thank you.
hat doch die Gesundheit genommen und ist trotzdem dann herniedergefallen. Weitere Gegner unterwegs. Da hat sich einfach gedacht, dass... Hier. Feuerschwengel sind ganz viele Dinger. Gar keine Zeit haben zu explodieren. Heißt der hier nicht dahinter gefeuert? Gegner im Anmarsch. Serienmodelle und das sind jetzt die echten. Du sollst dich nicht entdecken, wenn ich springe. Die Serienmodelle sehen die auch nicht aus. Trägt eigentlich ganz coole Klamotten. Ne? Die werden immer weiter angreifen. Hat sogar was Grünes hingeschmissen, der nette junge Mann. Mhm. Geil, einsamer Held, Handschuhe. Jetzt bin ich der mächtigste Agent der Welt. Alles für deine Boutique. Ich mache meine Herrenboutique. Alles für fatal. Bitte? Ja, du wirst da beschossen. Ich habe das bemerkt. Schießen. Voll fertig. Könnten sich verletzen, wenn sie von ihren eigenen Querschlägern getroffen werden. Hm. Ich könnte mir vorstellen, das haben sie alles einkalkuliert. Klar, der Durchschnittsplünderer wird mit Sicherheit jeden potenziellen Querschläger mit einberechnen, bevor er abdrückt. Ich habe wirklich echt nicht gerade wenig Zieldaten sogar wieder gefunden. So, Tagesziel. Ich war positiv überrascht.
Wenn du über 30 hättest, könnten wir uns sogar noch Dixon holen. Ich habe 60. Bist du fast über 30? Lass mich überlegen. Ich habe 16. Wo zum Teufel ist meine Verstärkung? Wir müssten einen Experten dazu befragen. Ja, der ja auch. Der macht das auch immer, der Telefonjoker und so. Ich habe 19, wir könnten zusammenleben. Sag mal, kannst mir doch die Telefonnummer von deinen Eltern geben, dann rufe ich die mal an. Frag die mal um die Zeit. Die werden sich bedanken. Ich glaube, die werden sich sehr freuen. Und ich werde dann schön von dir. Er sollte viel öfter nachts bei seinen Eltern anrufen. Einfach mal sowas fragen wie, entschuldigen Sie, wir hätten das auch ohne ich brauche 30, ich habe 16, geht das? Also du möchtest Zieldaten haben, okay. Wow, das war ein Kampf. Wie, ich möchte Zieldaten haben? Naja, Zieldaten halt. Ich würde dir auch welche geben, aber... Ich würde die auch nicht annehmen. Was ist denn da, wo du jetzt gerade den Pinsel gesetzt hast? Das ist ein Safehouse. Aber die kritischen Zieldaten? Die kritischen Zieldaten sind bei mir in The Grindhouse. Bei mir war das hier eingepinselt. Das ist sehr witzig. Und wie du siehst, nee, so ist das schön. Ja, jetzt ist es das hier hin, nee, das ist es. Alles klar? Ist mir unbekannt. Das Notsignal eines Agenten der ersten Welle. Ist einfach losgegangen, ohne Vorwarnung, ohne alles. Was ist da los? Kann ich auch nicht sagen. Das ist aber nicht aber stellen Sie fest, woher dieses Signal kommt. Und beten Sie, dass es weitersendet. War eine Frage. Das ist jetzt das gar keins mehr, also muss das hier sein. Das Signal ist witzig. Sehr, sehr witzig. Bei mir ist es immer noch das Grindhouse. Wir gucken einfach. Ich gucke mal, was ich hier bekomme. Du kannst ja dein Grindhouse machen. Nee, ich habe nur gewartet, bis ich über dein Headset höre. Reisenkampf nicht möglich, Roffelol WTF. Ich gucke die ganze Zeit auf die Karte und merke nur, dass ich von hinten noch ein paar 30er Pistole. Also, bist du im Controller merken, das muss doch vibrieren. Ja, es ist spät, ich bin alt. Gut, das Alter musst du jetzt nicht auf die Uhrzeit schieben. Doch, du bist auch am Tage alt. Das hat für dich für einen Konflikt. Aber vorhin war ich noch 2 Stunden jünger. Du hast irgendwas von jung gefaselt. 2 Stunden machen dich nicht frischer? Doch, frischer. Frischer. Wieso kommst du aus dem Kühlschrank? Genau. Ah, wenn ich gleich ins Bett gehe, das wird sein wie in den Kühlschrank gehen. Steht dein Bett im Kühlschrank? Ja, mein Bett steht im Kühlschrank, denn wir haben einen sehr großen Kühlschrank. Sehr gut. Das gucke ich mir mal an. Du weißt schon, dass ich mir vorher noch... Das gibt's aber leider nicht bei Twitch. Ich muss mir vorher natürlich noch die Elektronik holen, ne? Sonst kann ich nicht schlafen. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich weiß. Habe ich auf der Karte gesehen. Ich habe genau gesehen, wie sich das blaue Pünktchen da gierig auf die arme Elektronik zubewegt hat. Ja, sie ist doch nicht weggesprungen. Was ist denn hier nur los? Ist auch wieder Feuergefecht auf der Straße. Ja, das sind gelbe 30er. Könnte schon hier Search and Destroy sein. Das sind zum Sicherheit gewesen. Nee, hier steht noch einer. Plus ein Zieldaten.
I'm rich, bitch. Bam. Na dann, weiter geht's, wa? Auf mit der Feinde! Sprach's und schluf ein. Was kann passieren? Ja. Jetzt hab ich keinen Zweifel. Ich hätte abbiegen müssen. Ich hab den Blinker nicht gesetzt. Das ist fatal. Rechts geblinkt und links abgebogen. Hier soll rein theoretisch. Ist sogar was. Einer ist noch wieder. Die anderen sind alle schon schwarz. Hier ist das Mega. Warnung! Weitere Feinde entdeckt! Oh oh. Das haben wir jetzt von unserer. Nee, von der anderen Seite kommen richtige. Gewesen. Ja, so groß und so mehr geteilt. Was denn wir schon im Wir feiern uns Modus, weil wir die Leute hier über den Haufen geballert haben. Sind schon voll im Feiermodus und dann kommt noch deren Verstärkung um die Ecke. Das ist das fies. Du warst doch eben noch hinter mir, wir bist jetzt plötzlich vor mich gekommen. Ich bin zur Polizeiakademie gehüpft, weil das Ziel ist da in der Nähe, aber mit der Blitzreise dauert das ja immer Monde. Ja, ich würde mich von hinten anschleichen, aber die laufen schon alle zu dir. Wir empfangen also ein Signal aus der Akademie. Shade Tech, von einem Agenten der ersten mir? Welle. Der Wanderer sendet noch. Ernsthaft? Das war's schon? Ja. Warst du auch schon hier? Ja, natürlich, ich stand auf dem Dach. Da ist noch einer, den habe ich kaputt gemacht, aber. Aber die haben nix irgendwie. Da geil, ein bisschen. Einmal lila. Ja, war jetzt nicht so episch, ne? Signal ist mir unbekannt. Ne. Ich muss noch ganz viel Zeug verkaufen, fällt mir gerade ein. Auf Jurima. Jetzt bringe ich es auf 25 Zieldaten. Dann war es nicht das Richtige. Nee. Aber es war eingekreist. Vielleicht hast du es mit der Polizeikarte Tageseinsatz verwechselt. Ja, genau. Da, wo ich jetzt hin blitzreise, das ist eingekreist. Das ist bei mir wieder eingekreist. Hm. Sag mal da.
Betreten eines sicheren Bereichs. Aber bei mir ist wieder The Last Call eingekreist. Ohne jeden Zweifel, da will dich jemand veräppeln. Wahrscheinlich jemand von Massive. Du bist doch der so reiche Sandkohle mit den 10 Millionen. Ich bin ja nicht reich damit. Das ist vernünftige Basis, um sich in 1.4 ein paar Brötchen leisten zu können, aber vielleicht sollte ich auch zur Einsatztafel gehen. Du kluger kleiner Junge. So. Der nächste Kampf droht uns auf einem Basketballplatz. Wie gedenken Sie, Warnung, zu mir zu stoßen? Verlassen des sicheren Bereichs. Per Pedis oder? Per Drohne. Per Amazon Prime Flugdrohne. Hier sind noch nicht gut. Ja, wo ist denn? Ah, ja. Jetzt, wo du auf der Leiter bist, teleportiere ich zu dir. Bin ich auf der Leiter? Längst weg. Aha. Wir warten also nicht auf unseren Gruppenführer. Mhm. Doch, doch, hab ich, aber du läufst doch. Aufgrund der Zeitverschiebung. Ja, das tue ich, um den Kontinentaldrift auszugleichen. Also wenn man so eine Mitläufer hat, kann man keinen Krieg gewinnen. Mhm. Die laufen vor ihrem Gruppenführer weg. Mhm. Da steht Bereich sichern, ich mache nichts. Ich warte artig in 34 Meter Entfernung. Niemand hat mich bemerkt, die wissen nicht, was auf sie zukommt. Echt jetzt? Bei mir steht auch Bereich sichern. Aber sicherlich nicht 34 Meter. Nicht? Stimmt. 33, 31, 25. Hier gibt es zwei Zieldaten. Das ist korrekt. Aber liegen gelassen haben die Jungs leider keine Zieldaten. Sind jetzt einfach so auf die Straße geworfen. Obwohl das wirklich reizend gewesen wäre. Hier durchs Fenster. Hast du hier ein Loch reingeschossen? Was? Nein, das war schon so, als ich kam. Ja, das, okay, kann ich dann weiter. Schnell weg. Ja, nicht, dass der Hausmeister um die Ecke kommt und sich beschwert. Wie schön das gerade aussieht. Super. Nein, ernsthaft? Ich benutze gegen den Sonnenlicht, dadurch das... Wow. Nein, finde ich echt gerade richtig schön. Mhm. Erklär das mal den Gegner, wenn er auf dich schießt. Oh, guck dir mal an, wie schön das ist. Entschuldigung, wir sind noch nicht kampfbereit. Wir genießen gerade noch die Sonnenreflexionen auf dem Schnee. Die Sonnenflecken auf dem Schnee. Mhm. Aha. Reflexion. Aha. Ich denke, er wird es verstehen. Oh, die sind alle gelb da oben. Das wird ein Gaudi. Das sind das Chinesen? Ja, das ist chinesische Plünderer. Das ist ja alles Multikulti. Passt auf hier draußen.
Erst sind sie schwarz, dann sind sie gelb. Sind ganz schön farbenfroh. Zu unserem kleinen Familienschlachtfest. Guckst du dich da jetzt aus Blau ist, ne? Um noch ein bisschen Abklingzeiten zu reduzieren. Vor allen Dingen von meinem Ulti. Das war nicht mehr rechtzeitig. Voll weit weg. Was? Du? Schon da. Oh, ich wurde noch aufgehalten. Ja, ich wurde aufgehalten. Touris haben mich nach dem Weg gefragt. Hatte Vision Touris oder New York Touris? Ich glaube beides. Aber das sind doch noch gar nicht. Keine Rolle für sie wollen, aber sie töten können. Argument. Hier vorne liegen noch Waffenteile. Da ich ja sehr, sehr wenig Waffenteile habe, denke ich, greife ich hier kurz nochmal zu. Mach das. Ich habe diese schon geplündert. Langsam wird's eng. Ist das denn noch weit bis zu diesem Basketballplatz? Ein Auswärtsspiel. Na, ein Brüller. Der ist abgeschlossen. Dann brechen wir ein. Was? Wir sind doch voll die korrekten Bürger. Sind hier noch Eis? Irgendwelche Zeugen lebendig? Auf dem Eis kann man einbrechen. Jetzt habe ich 29 Zieldaten. Ja, du kriegst ja noch welche. Mann. Ich auch. Witzig. Ich würde sagen, das ist das letzte Ziel dann und dann machen wir Schluss. Also, ich zumindest. Den Trio da noch. Ja, das war's. Was meinst du? Ja. Kaufen kannst. Ja, dann hüpfe ich schon mal in den Hub, um das Ziel zu kaufen, weil du wirst ja jetzt wahrscheinlich, während ich unterwegs bin, die Zieldaten einfordern und dann habe ich ja genug.
Das habe ich schon gemacht. Die müssten ja schon gut geschrieben sein. Ja, ich reise gerade und dann sehe ich das wahrscheinlich noch nicht. Dann sind die bestimmt verloren. Hm. Das wäre es natürlich, wenn die wirklich nicht bei mir angekommen sind und ich nur 29 habe. Dann ist doof. Dann lasse ich das. Da kannst du nur nicht einspringen, weil ich habe 31. Warum hast du auf einmal so viele mehr Zieldaten, als wie ich Zieldaten habe? Du hattest doch. Habe ich doch irgendwas gekauft? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, du hattest 19, ich hatte 16. Oder 18, 16. Ich hatte 3 weniger. Und wenn du 29 hast und 4 kriegst, hast du doch 33. Hast du 2 mehr. Ich hab 33. Na. Ich weiß, sie packen das. Jetzt wird alles gut. Trio. Ah. Nee. Wo denn? Will ich's wissen? Hoch im Norden. Ach nee, ist ja gar nicht da. Nee, das ist nicht die Stelle. Das ist auf dem Dach. Das ist die kleine, enge Stelle auf dem Dach. Kriegen wir aber auch kaputt. Müssen wir ja. Also entweder wir ihn oder wir sie oder sie uns. Eins von beiden. Eins von beiden würde eintreten. Bin ich mir sehr sicher. Hoch den Rock. Ja, genau. Hoch den Rock, sagt er. Nein, ich habe Angst zu fragen. Und ich weiß, dass du antworten musst. Also, nein. Schafft ihr in der Meinung, unbedingt auf mich schießen zu müssen? Hast du die Elektronik eingesammelt oder was das war? Ich komme mit Stoff um die Ecke, aber. Es war auch Stoff, war stimmt. Ich war zu geizig, etwas zu nehmen. Lass mich diese Argumentation überdenken. Hallo Lift. Ich drück schon mal drauf, ne? Ich stehe schon in meiner Ecke und. Ich stehe in der Ecke und schäme mich. Das musst du doch nicht. So. Markierte Position in der Nähe. Ach. Na, dann müssen wir ja Bescheid, was zu tun ist. Sie lassen uns hier einfach verrecken. Winken und lächeln. Ja, ich denke auch, das sollte reichen. Wir stehen im Roten. Verstanden. Weitere Gegner unterwegs.
was das Faustkampfduell der Blinden beendet. Ich guck runter von der Treppe. Nein. Noch mehr von den Vollpfosten! Vollpfosten wieder? Ich fürchte ja. Ich komm hier aus. Also, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Ich komm aus dem Boden. Nee, ohne Scheiß. Micha. Na, wir haben uns nett mit ihnen unterhalten und sie zu Tode gequatscht. Ah, Blut aus den Ohren. Einsam hält Rucksack, einsam hält Knieschoner. Was war denn? Hast du etwa? Hast du da ein bisschen Unfug gemacht? Ja. Was soll denn, ne? Obacht. Ich bin noch daneben lang gelaufen. Sieht gerne mal aus, so auf explodierende Knallkörper. Oh ja, ja. So oft, dass dein Kopf nicht halt zum explodierenden Knallkörper wird. Das musst du mir erstmal zeigen und beweisen. Nein. So, ab in den Hub. Eis verkaufen, Charakter aufräumen, fertig. Auf der Wache Holster. Hey. Einsamer Heldrucksack, einsamer Heldrucksack. Hier wird in 214. Das ist schon mal Schrott. Das ist ein Stress. So, ich bin jetzt wieder in der Basis. Ich bin glücklich. Ich verkaufe jetzt. Ich werde die Übertragung beenden und dann haben wir nochmal wieder ein paar Stunden schönen Stream, den ich dort irgendwo ablege, damit sich denn jemand angucken kann. Vor allen Dingen nicht den ersten Teil, wo bestimmt niemand bei einer schweren Untergrundversion kläglich gescheitert ist. Ist nicht passiert, oder? Also. Kann ich gar nicht. Mehr. Was? Wie? Untergrund? Waren wir im Untergrund? Ich weiß, kann mich gar nicht dran erinnern, du. Wer sind Sie gleich nochmal? Was? Ja, war nett, Sie kennengelernt zu haben. Ja, würde ich auch sagen, wenn ich wüsste, wer Sie sind. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Tschüss. Ich höre Stimmen. Ciao.